Sehr geehrte Damen und Herren, heute zeigen wir Ihnen die Sehnenentnahme des Musculus semitendinosus als Transplantat zur vorderen Kreuzbandplastik bei deutlicher ventralen Instabilität. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, kann die Sehnenentnahme in Blutleere durchgeführt werden. Dies ist optional. Die Sehne des Musculus semitendinosus zieht medial zum Pes anserinus. Der Hautschnitt erfolgt etwas kaudal der Tuberosidens tibiae in einer Länge von etwa 2 cm. Nach scharfer Präparation durch das Subkutangewebe erfolgt das Darstellen der Faszie. Hier die Sehne des Musculus semitendinosus erkennbar. Am Oberrand wird die Faszie inzidiert. Mit einer Fuchsiklemme kann die Sehne geborgen und mit einem Redondrainageschlauch gefasst werden. Hier die Sehne des Musculus gracilis deutlich sichtbar und intakt. Nun erfolgt die stumpfe Präparation der Sehne und das sorgsame Lösen der Vincula, den Querverbindungen der Sehne. Es ist darauf zu achten, dass alle Vincula sorgsam von der Sehne abgetrennt werden, um ein vollständiges Auslösen der Sehne gewährleisten zu können. Sind alle Vincula durchtrennt, wird der Stripper eingesetzt. Es ist darauf zu achten, dass der Stripper vollständig eingesetzt wird, da es sonst zu Verletzungen der Sehne kommen kann. Vorsichtiges Vorschieben des Strippers und Auslösen der Sehne. Überschüssige Muskelanteile werden von der Sehne getrennt und das Transplantat gesäubert. Die Sehne wird in einem feuchten Tuch versorgt und am Ansatz mit dem Skalpell durchtrennt. Die Faszie wird rekonstruiert nach Kontrolle auf Bluttrockenheit erfolgt der schichtweise Wundverschluss. Die Hautnaht kann in Einzelknopftechnik oder fortlaufend bzw. intrakutan durchgeführt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.